ja, meine Messerschleifeinrichtung sorgt für besseres Futter, weil ich eine bessere Schnittqualität habe. Dadurch, dass ich immer scharfe Messer habe, kann ich das Material schön kurz und gleichbleibend schneiden und sorge dafür nachher in meiner Silagemiete für eine sehr gute Verdichtung. Durch eine bessere Verdichtung wird weniger Sauerstoff eingeschlossen und der anaerobe Prozess kann schneller beginnen. Dies wiederum hat zur Folge, dass sich die Milchsäurebakterien schneller vermehren können und der pH-Wert dadurch schneller absinkt. Die Lagerstabilität kann dadurch schneller erreicht werden und das Risiko einer Fehlgärung ist dadurch minimiert. Pro Kilogramm Trockenmasse hätte ich dann bis zu 0,2 Megajoule NEL mehr Energie, die ich erreichen kann. Wenn ich das dann auf meine Fläche beziehen möchte, pro Hektar, hätte ich dann beim Ertrag von etwa 3500 Kilogramm Trockenmasse im ersten Schnitt bis zu 700 Megajoule NEL mehr Energie pro Hektar, die ich erreichen kann. Wenn ich das nachher auf meinen Liter Milch vergleiche, der Energiebedarf von einem Liter Milch liegt im etwa bei 3,15 Megajoule NEL, verglichen bei einem Fettgehalt von 3,5%. Dann hätte nachher der Landwirt bis zu 220 Liter mehr Milch vom Hektar. SpeedShub beweist, dass man durch technische Features im Bereich der Futterqualität viel erreichen kann. Und gerade Futterqualität beginnt nicht erst auf der Silomiete, sondern beim Mähen, Wenden, Schwaden, beim Laden oder Pressen. Dies sind Dinge, die auch den ganzen Prozess der Futterqualität bestimmen.